Der DAX hat es heute begriffen. Die Wall Street tut sich noch schwer damit, scheint aber langsam auch auf den Trichter zu kommen, dass der Ukraine-Krieg mehr als ein Krieg in der Ukraine ist. Und die Anleihemärkte signalisieren, dass die Rohstoffmärkte signalisieren, dass nur die Wall Street, die denkt sich, naja, die entscheidende Frage ist doch jetzt, ob die Fed die Zinsen im März dann um 0,5% anhebt oder um 0,25%. Und damit ist die Wall Street gewissermaßen genauso hinter der Kurve, wie die Fed einst in Sachen Inflation hinter der Kurve war. Und das, was jetzt passiert, nämlich dieser absolute Anstieg der Rohstoffpreise, Öl, weit über 100 Dollar heute, WTI selbst, das wird natürlich das Problem noch verschärfen mit der Inflation. Und wie wir auch sehen jetzt, Lieferengpässe, Materialmangel. Es sind viele Zulieferer in der Ukraine, die jetzt nicht mehr liefern können. Dazu aber gleich mehr. Ja, es ist mehr als nur ein Krieg in der Ukraine, der Ukraine-Krieg. Das ist eben jetzt ein internationaler Konflikt. Und die Wall Street hat das so abgehakt wie einst eben andere Konflikte, die weit weg sind. Damit haben wir nichts zu tun. Das ist dann halt mal ein Problem. Dieses Problem wird gelöst und dann machen wir Business as usual und interessieren uns eben rein über die Liquidität, Zinspolitik der amerikanischen Notenbank. Alles andere geht uns irgendwie am Hintern vorbei. Aber das wird so nicht mehr gehen. Und die Anleihemärkte, die schnallen das. Wir sehen heute weltweit einen massiven Fall der Renditen als Flucht in die Sicherheit. Der S&P 500 ist über 6% nach oben gegangen seit Donnerstag, aber die Treasury Yields, also die Anleiherenditen, die sind gefallen, weil der Anleihemarkt, da ist mehr im Busch und die Anleihemärkte sind im Zweifel, würde ich sagen, die etwas schlaueren Märkte als die Aktienmärkte, die sind meistens so ein bisschen mit einer längeren Leitung versehen. Wir sehen heute die 10-jährige US-Staatsanleihe nur noch bei 1,70%. Ölpreis explodiert. Und das, obwohl 31 Länder 60 Millionen Barrel Öl aus ihren Reserven freigeben. WTI über 105 Dollar gestiegen. Heute ist das erste Mal seit 2014 ein Anstieg von über 10% und ein Anstieg von 21% seit dem Freitagsschlusskurs. Also da tut sich was und dabei ist der ganze Energiesektor mit lächerlichen 3,7% gewertet im S&P 500, der ja 11 Sektoren hat. Also das passt hinten und vorne nicht. Die Rohstoffe werden das entscheidende Asset sein, wahrscheinlich in diesem Jahrzehnt, das sehr wahrscheinlich auch von Inflation geprägt sein wird. Dementsprechend ist das natürlich eine absolute Untergewichtung, könnte man sagen. Schauen wir uns mal den Bloomberg Commodity Index an, der jetzt so hoch steht wie seit 2014 nicht mehr, mit dem größten Sprung seit März 2020. Und ein zentrales Problem ist der Weizen. Weizen hat sich jetzt seit Oktober im Preis verdoppelt und das ist vor allem für Nordafrika ein Problem, weil Nordafrika, die nordafrikanischen Länder, beziehen sehr viel Weizen aus der Ukraine und aus Russland und das kommt jetzt nicht mehr. Jetzt ist die Frage, werden die weiterarbeiten können, die Bauern in diesen Regionen oder nicht? Aber da ist sofort dann richtig Stress im System, wenn da die Grundnahrungsmittel nicht mehr funktionieren. Und solche Dinge sind dann nicht selten auch praktisch der Auftakt für politische Unruhen. Wir wollen es nicht hoffen. Der Ukraine-Krieg erreicht jetzt auch die deutsche Autoindustrie vollständig. Volkswagen muss die Produktion runterfahren. In der 11. Kalenderwoche, so heißt es, wird Wolfsburg dicht gemacht. Also das Stammwerk, aber auch Hannover könnte wohl betroffen sein, andere Zulieferer bzw. Werke von Volkswagen, weil eben Volkswagen auch abhängig ist von Zulieferern aus der Ukraine. Das hat man so gar nicht auf dem Zeiger, aber da sieht man, welche Dimension das Ganze angenommen hat. Und der Anstieg der Rohstoffpreise, diese Situation jetzt, die in der Ukraine-Krise, in dem Ukraine-Krieg sich hier darstellt, der führte zum Anstieg der Inflationserwartungen in Deutschland, höchste Inflationserwartung jetzt seit 2011, wir sehen diesen Move heute nach oben nochmal. Wir haben heute ja die Inflationsdaten gesehen, 5,1% in Deutschland im Februar, nach 4,9% im Januar. Viele haben ja gesagt schon im November, Inflation, die geht bald runter. Nein, das tut sie nicht. Kommen wir nochmal zu Ukraine, zu Deutschland. Hier sehen wir, dass Zelensky gesagt hat, also dass Deutschland mithelfen sollte, die
den Himmel über der Ukraine sozusagen dicht zu machen, also praktisch eine Art Flugverbotszone einzurichten. Wie Deutschland das schaffen soll, ist mir nicht ganz klar. Vielleicht können wir diese 5000 Helme, die wir an die Ukraine geliefert haben, dann in die Luft werfen, sodass der Russe dann mit seinen Flugzeugen sofort umkehrt und kapituliert, weil er sieht, also gegen diese überragende Technik der Deutschen, da haben wir keine Chance. Jedenfalls scheint es aber so zu sein, dass der russische Vormarsch nicht richtig vorankommt. Da gibt es ja diese massive Kolonne, 64 Kilometer Länge, die scheint nicht wirklich jetzt sich in Richtung Kiew bewegt haben zu können oder zu wollen, schwer zu sagen. Jedenfalls, die Aktienmärkte waren lange ganz gut gelaunt, weil dann eben solche Aussagen kommen wie von Rehn, dem finnischen Notenbankchef, der sagt, ja, wir sollten jetzt erstmal nicht aus dem Stimulus aussteigen, solange wir nicht wissen, welche Folgewirkungen dieser Krieg hier hat. Und auch an der Wall Street sehen wir, dass die Zinserwartungen ein bisschen gesunken sind. Nur noch 5 Zinsschritte sollen dieses Jahr kommen statt 7. Und das war der Treibstoff, warum die Wall Street heute ziemlich entspannt zunächst mal reagiert hatte. Aber das ist eben jetzt genau der große Fight am Markt, könnte man sagen. Jetzt gibt es die eine Fraktion, die sagt, ja, die Fed muss die Zinsen anheben, so oder so, auch wenn das Wirtschaftswachstum darunter leidet. Die anderen sagen, nein, das wird sie nicht tun. Und heute sehen wir, dass ja die Ansprache von Joe Biden ist zum State of the Union. Und da wird Powell, so sagt es Jim Bianco. Und Jim Bianco lag immer richtig bisher mit seiner Einschätzung dieser hawkischen Wende durch die Fed. Da wird jetzt Powell sagen, wird Biden sagen, Paul, erledige mir das mit der Inflation, das ist dein Job. Und hier hofft eben die Wall Street, dass das irgendwie abgeblasen wird, aber das ist unrealistisch angesichts dieser massiv steigenden Rohstoffpreise, die ja diese ganze Inflationsthematik weiter verschärfen, ebenso wie die Lieferengpässe, wie die Materialmangelsituation, die sich ja jetzt nochmal verschärft, das ist ja kaum zu glauben. Jetzt war die Wall Street vergleichsweise lange entspannt, dann aber die Meldung, dass die NATO am Freitag eine Dringlichkeitssitzung einberufen hat und wir sehen, wie die Märkte da reagiert haben, die Aktien auch an der Wall Street runter, die Renditen nochmal runter, hier die 10-jährige US-Staatsanleihe und interessanterweise die High Yield Bonds, die sind gefallen, das heißt, deren Renditen sind gestiegen. Das sind also die vielleicht besten Risikoparameter, diese Junk Bonds. Wenn die sozusagen die Renditen fallen, dann ist das meistens ein Beruhigungssignal für die Märkte und umgekehrt. Und die Aktienmärkte, die sind so ein bisschen schizophren in den USA. Wir sehen hier den VIX, inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation, bullish für den VIX eigentlich, würde für fallende Kurse sprechen, aber wir haben auch gesehen, dass eben der S&P 500 auch eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation hat. Was stimmt jetzt? Normal widerspricht sich das. Normal kann das beides nicht sein. Und die Schizophrenie, die geht noch weiter, wenn wir uns mal Hedgefonds ansehen. Die haben jetzt so viel Exposure in Aktien wie seit Oktober 2018 nicht mehr. Also die sind verdammt stark investiert in Aktien. Die sind long. Und auf der anderen Seite sehen wir das Put-Option-Volume, also die Puts im Optionsbereich, auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Also die einen sind komplett long, die anderen sind komplett abgesichert. Das ist wirklich schräg. Der VIX deutet nach oben, nach einem Ausbruch nach oben, der heute ja eigentlich auch erfolgt ist. Der S&P 500 könnte das aber auch machen. Einer ist eben falsch. Sind die Aktien falsch, die vergleichsweise noch entspannt reagieren an der Wall Street, oder haben die Anleihen recht, die eben nicht entspannt reagieren, und die Rohstoffe recht, die auch nicht entspannt reagieren? Jedenfalls sehen wir, dass natürlich doch unter der Oberfläche der Schaden relativ groß ist. 52 Wochen Tiefs beim Nasdaq, das sind so viele wie seit 30 Jahren nicht mehr. Also unter der Oberfläche der Indizes ist ja auch sehr, sehr viel passiert. Wir sehen hier der Nasdaq mit einer Range von mindestens 1% seit Jahresbeginn. Es gab keinen Tag, wo er das nicht gemacht hat. Das ist die längste Strecke jetzt seit April 2020. Also es ist was los. Wir haben diese Schizophrenie. Wir haben faktisch die Assetklasse Aktien, zumindest an der Wall Street. Der DAX hat ja heute ziemlich auf die Mütze gekriegt. Wall Street Aktienmärkte gegen Anleihenmärkte weltweit, Wall Street Aktienmärkte gegen Rohstoffmärkte weltweit. Die Wall Street interessiert sich vorwiegend für die Zinsfrage, wird es jetzt 0,25 oder doch 0,5 Geld, das ist eine entscheidende Frage für unsere Zukunft. Also man hat irgendwie nicht so ganz gerafft, was eigentlich hier jetzt tatsächlich der Fall ist. In Russland, by the way, da
Wurde auch am zweiten Tag der Aktienmarkt gar nicht erst aufgesperrt, aber es gibt ein ETF, das den russischen Aktienmarkt abbildet und auch ohne praktisch das Underlying gehandelt werden kann, der Luxor Russia ETF. Heute 28% gefallen und die deutsche Börse setzt ab heute dann allen Handel mit Russland-Wertpapieren aus. Also das geht ziemlich zur Sache. Noch zwei Hinweise, meine Damen und Herren, bevor ich Sie in den wohlverdienten Feierabend entlasse. Putin hat ja die NATO schachmatt gesetzt und ist bereit, Atomwaffen einzusetzen. Dort Aussagen von zwei indischen Generälen, die mit den Russen Militärübungen gemacht haben, den gesamten Generalstab der Russen sehr gut kennen. Faszinierendes Interview, sind Inder, das ist mal eine andere Perspektive, die sozusagen das aus einer ganz anderen Blickrichtung mal versuchte zu erfassen, werde ich Ihnen unter dem Video verlinken, ebenso wie den Artikel Experten erklären, warum die Inflation im März über 5,5% steigen kann und wenn es so weitergeht, ja sowieso wird, wir wollen es nicht hoffen. Diese beiden Artikel, meine Damen und Herren, möchte ich Ihnen dringend ans Herz legen und wünsche jetzt trotz allem einen vergleichsweise entspannten Abend und sage Servus und Ciao.